In diesem Video verrate ich dir, wie du in 5 Schritten eine bewundernswerte Körpersprache entwickelst. Viel Spaß! Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Deine Körpersprache entscheidet maßgeblich über deine Noten in der Schule. Wenn du wie ein Schluck Wasser im Unterricht hängst, gelangweilt bist und das auch ausstrahlst oder du so vorne stehst und Referate hältst, dann wird sich das natürlich negativ auf deine Noten auswirken. Wenn du hingegen eine authentische Körpersprache entwickelst, mit der du deine Zuhörer in den Bann ziehen kannst, dann wird sich das natürlich auch positiv auf deine Noten auswirken. Aus diesem Grund stelle ich dir in diesem Video die 5 Schritte für eine bewundernswerte Körpersprache vor. Schritt 1. Entwickle eine authentische Körpersprache. Authentisch zu sein bedeutet echt zu sein. Eine authentische Körpersprache spricht uns an und sollte dein Ziel sein. Eine unauthentische Körpersprache hingegen ist eine Körpersprache, bei der Gesten aufgesetzt sind. Ja, ich habe dir ein schönes Beispiel mitgebracht, so wie ich damals vor der Kamera gestanden habe in meinen ersten Videos. Und du wirst sehen, ja, du kannst das jetzt gerade hier sehen, meine Körpersprache ist sehr angespannt. Die Gesten wirken sehr aufgesetzt. Ich habe mir diese abgeschaut einfach und dann stur nachgeahmt. Und das ist eben nicht authentisch. Das sieht nicht gut aus. Das wirkt total künstlich. Und das hat natürlich auch viele Zuschauer abgeschreckt. Bei einer authentischen Körpersprache hingegen gehst du einfach deinen Körperimpulsen nach. Ja, das heißt, es kommen Bewegungsimpulse auf. Du siehst das jetzt gerade bei mir, die Bewegung, die ich mache, die denke ich mir ja nicht aus. Ich sage ja jetzt nicht, okay, jetzt bewege ich meinen Finger zu meinem Kopf, sondern ich habe eine bestimmte Message, die ich dir vermitteln will. Und mein Körper spricht. Ich lasse einfach meinen Körper sprechen, um das Ganze, was ich sagen will, rüberzubringen. Ich gehe einfach meinen Impulsen nach. Und wenn du das machst, dann wirkst du super authentisch und du kannst sehr viel mehr Menschen in deinen Bann ziehen. Das macht eine gute Körpersprache aus. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie kannst du diese Impulse so verändern, dass Impulse aufkommen, die zu einer guten Körpersprache führen? Und dazu jetzt die nächsten Schritte. Schritt 2. Mach dir dein Kommunikationsziel bewusst. Jegliche Art von Kommunikation verfolgt ein bestimmtes Ziel. Ja, wenn du beispielsweise ein Referat in Geschichte hältst, dann hast du ein ganz bestimmtes Ziel, warum du das machst. Ja, wenn du dann da vorne stehst und du stehst da mit ausladenden Gesten wie ich in so einem Motivationsvideo und willst deine Zuschauer mitreißen, dann wird das nicht so gut ankommen. Warum? Weil du nicht mit deiner Körpersprache im Einklang bist, mit deinem Kommunikationsziel. Was ist also dein Ziel, wenn du beispielsweise ein Referat hältst in Geschichte? Dein Ziel bei einem Referat ist, bestmöglich zu informieren. Und zwar so gut, dass du 15 Punkte erzielst. Mach dir dieses Ziel bewusst, ganz automatisch wirst du dann anfangen, den Körperimpulsen nachzugehen, die dich zu deinem Ziel bringen. Das heißt, du wirst nicht mehr vorne stehen, so, mit den Händen in den Taschen. Das ist gar nicht möglich, weil du willst ja bestmöglich informieren. Also wirst du automatisch deinen Impulsen folgen, deine Hände aus den Taschen nehmen und wirst zeigen, das ist der erste Punkt, das ist der zweite Punkt. Du wirst die Leute mitnehmen, weil du ein Ziel hast, weil du weißt, was du mit diesem Referat erzielen willst. Und so wirst du automatisch auch Gesten entwickeln, die dich genau dahin bringen. Die Frage ist also, was ist dein Kommunikationsziel? Schritt 3. Entwickle dein Selbstbewusstsein und ein positives Mindset. Wenn du die ganze Stunde, bevor du das Referat hältst, so an deinem Tisch sitzt. Boah, ich bin so nervös, ey. Ich bin echt ein Verlierer. Ich krieg das einfach nicht hin. Ich werde es einfach wieder verkacken und dann lachen die anderen. Was glaubst du, wie du dann in das Referat gehen wirst? Du wirst da stehen wie ein Verlierer und du wirst vortragen, als wärst du ein Verlierer, weil du Gedanken hast, die ein Verlierer hat. Schmeiß diese Gedanken über Bord und visualisiere, wie du dieses Referat meisterst, wie du vorne stehst und die Leute mitnimmst, bestmöglich dein Referat wiedergibst. Und wie ganz am Ende von diesem Referat alle wirklich mit Beifall auf den Tisch klopfen, weil du das Referat so gemeistert hast. Das wird Gedanken, Gefühle in dir hervorrufen, die dich schon ganz anders nach vorne gehen lassen.
Du wirst dich einfach schon fühlen wie ein Gewinner. Ich fühle mich jetzt schon komplett anders. Als ich das am Anfang gemacht habe, habe ich mich ganz anders gefühlt, als ich mich jetzt fühle. Und deine Gedanken haben so einen starken Einfluss darauf, wie du dich fühlst. Also mach dir positive Gedanken, arbeite an deinem Selbstbewusstsein und dann wirst du auch eine ganz andere Körpersprache automatisch aufbauen. Schritt 4. Wähle Gesten aus, die zu dir passen. Ich empfehle dir, dass du dein Repertoire an Gesten erweiterst. Ja, dann hast du einen Werkzeugkasten, um bestimmte Messages, die du hast, besser auszudrücken. Wähle allerdings nur Gesten aus, die zu dir passen, damit deine Körpersprache weiterhin authentisch bleibt. Sehr empfehlenswert dafür sind TED Talks. TED Talks sind 10- bis 20-minütige kurze Vorträge von sehr, sehr interessanten Personen, die meist eine hervorragende Körpersprache haben. Du kannst folgendermaßen vorgehen. Schau dir so einen TED Talk an und du wirst sehen, es gibt bestimmte Gesten, die Menschen immer wiederholen. Tony Robbins hat seine Gesten, Brian Tracy hat seine Gesten. Und du kannst dir diese Gesten ansehen und dann merkst du, okay, das passt zu mir. Ja, diese Handbewegung, die passt auch zu mir. Und dann schaust du dir diese Geste ab und übst sie ein. Und wenn du das machst, dann wirst du merken, in Gesprächen gibt es Situationen, in denen du genau diese Geste nutzen kannst. Geh dann diesem Impuls nach und führe diese Geste aus. Und so hast du diese Geste in deine Kommunikation integriert. Und das ist der absolute Hammer. Schritt 5. Übe in jedem Gespräch. Jedes Gespräch im Alltag ist eine hervorragende Möglichkeit für dich, deine Körpersprache zu trainieren. Ich habe für 3 Jahre am Stück täglich in jedem Gespräch mein Bestes gegeben. Und dadurch konnte ich meine Körpersprache auch täglich optimieren. Das Schöne ist, wenn du das machst, dann wird das Ganze zur Routine. Wenn dann eine wichtige Situation aufkommt, in der eine sehr gute Körpersprache gefragt ist, dann ist das für dich ganz normal. Du gehst einfach da rein. Du hast deine Gesten drauf, du folgst deinen Impulsen, zack, zack, zack. Und schon sind deine Zuschauer begeistert. Und das ist genau das, was du willst, denn so erreichst du direkt dein Kommunikationsziel. Mit diesen 5 Schritten für eine hervorragende Körpersprache wirst du garantiert deine Zuhörer begeistern. Hast du dir schon einen Platz in meinem kostenlosen Webinar für Bestnoten gesichert? Wenn nicht, dann solltest du das unbedingt machen, denn in diesem Webinar verrate ich dir meine 3 Geheimnisse für einen Einserschnitt. Hier über diesen Link gelangst du direkt zum Webinar und kannst dir einen Platz sichern. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Erfolgscoach Joe.